Nein, 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 nein. Von allen Dingen, die ich im ersten Spiel nicht wollte, ist genau das Schlimmste eingetreten. Ronaldo verletzt sich. Oh, nee. ¿Qué pasa, amigos? Ojalá que todo esté bien en vuestras vidas. Y hoy vamos a continuar con nuestra carrera con Real Madrid. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und nach dieser spanischen Begrüßung herzlich willkommen zur nächsten Episode des Real Madrid Karrieremodus hier auf dem Kanal. Das gerade war mal un poquito de español, porque hablo español un poco, pero no perfecto, pero pienso que puedo comunicar bien. Und deswegen machen wir diese Karriere mit Zinedine Zidane und seinem Club in der spanischen Liga BBVA, La Liga, und wollen uns hier den Titel holen. Letzte Episode ist schon relativ gut bei euch angekommen, vielleicht geht er heute nochmal ein bisschen mehr, ich bin mir relativ sicher, denn heute werden wir ein bisschen auf eure Transfervorschläge eingehen und eventuell noch mal ein paar Kracher verpflichten, auch wenn wir letzte Episode da schon relativ gut dabei waren, würde ich mal behaupten. Wir gucken mal ganz kurz darauf, was bisher in den Verhandlungen so gelaufen ist. Und zwar haben wir bereits David De Gea zu Real Madrid gelotst, Dybala in den Sturm geholt, dazu Jonathan Tah als Ersatz Innenverteidiger, und das sieht doch schon sehr, sehr gut aus, würde ich behaupten. Und die Namen, die bei euch herausgestochen sind, sind einmal David Alaba, dann Aymeric Laporte, Kevin De Bruyne und Pierre-Emerick Aubameyang. Ich werde zu denen gleich kurz Stellung nehmen. Vorher einmal nochmal eine ganz kurze Erklärung. Ich wurde nämlich gefragt, wie kann es sein, dass sie Spielstände selber löschen? Ich weiß es nicht. Fragt ihr. Ich kann euch nur erzählen, wie es passiert ist. Ich habe den Spielstand von Manchester City ganz normal gespeichert. Das Speichern hat allerdings sehr, sehr lange gedauert. Und irgendwann hat sich FIFA einfach geschlossen. Das passiert manchmal. Dann sieht das Ganze so aus. Das Spiel schließt sich. Und dann sehen wir hier den Titelscreen von FIFA 17. Und man muss das Spiel neu starten. Als ich es dann gemacht habe, war der Spielstand weg. Ich kann wie gesagt nichts machen, auch wenn wir hier nochmal gucken und auf Speichern gehen. Ihr seht, ich habe da 8 Karrieren, aber Manchester City existiert einfach nicht mehr. Kann ich leider Gottes nichts gegen machen. So, kommen wir zu den Spielern, die wir hier auf der Wunschliste haben. Aymeric Laporte. Mir wurde gesagt, verkauf Pepe. Dann habe ich auch immer noch Ramos und Varane und Jonathan Tah. Deswegen weiß ich nicht ganz, warum ich Laporte holen soll. Ich behalte doch lieber den alten Pepe eigentlich, der zudem mit einem 88er Rating sehr, sehr gut ist. Auch für Simulationen beispielsweise, die in diesem Karrieremodus kommen werden. Und baue dann quasi darauf, dass ich Varane hinter ihm aufbaue. Und Tah habe ich als Backup. Deswegen 32 Millionen nochmal auszugeben für einen Laporte, finde ich relativ übertrieben. Links haben wir Marcelo, haben wir gerade bereits versucht, David Alaba zu bekommen. Ich habe auch gelesen, man hat so eine Mainstream-Transfers. Ich weiß nicht, wie man bei Real Madrid Mainstream-Transfers machen kann. Also soll ich irgendwie Spieler holen, die nicht Weltklasse? Also verstehe ich nicht, aber egal. Wir haben Marcelo, und solange Marcelo nicht geht und der ist eine Identifikationsfigur von Real, brauchen wir einen Alaba nicht. So einfach ist das. Wenn der gehen sollte oder wenn er zu alt wird oder anfängt zu sinken, dann können wir Alaba immer noch holen. Wir werden ja nicht nur eine Saison mit Real spielen. Kevin De Bruyne fürs zentrale Mittelfeld finde ich sehr interessant. Dafür reicht aber unser Geld schlicht und ergreifend momentan einfach nicht mehr. 55 Millionen. Wir könnten wahrscheinlich noch ein bisschen was rausschlagen mit dem Gehalt, das wir runtergehen. Aber selbst dann 83 Millionen bis 98 Millionen. Unter dem Geld würden sie wahrscheinlich nicht abgeben. Sehr, sehr unwahrscheinlich. Und der Stürmer ist dann der Letzte. Wir haben Morata und wir haben Dybala. Wir spielen mit einer Spitze vorne drin. Ich weiß nicht ganz, warum wir noch Aubameyang holen sollen. Wir haben auch rechts Bale und Vasquez. Wir haben auf der linken Seite Cristiano Ronaldo und Asensio, der da beispielsweise spielen kann. Beziehungsweise, ich weiß gerade gar nicht, wen wir da noch haben. Sekunde, einmal ganz kurz nachgeguckt. Isco, Vasquez, Ødegaard, Fernandes, Tah, Linat. Okay, so gesehen ergibt das Sinn. Irgendwie hatte ich etwas anderes im Kopf. Aber gut, dann können wir es ja vielleicht doch machen. Und ja, die Frage ist dann aber, Aubameyang oder vielleicht ein anderer Flügelspieler. Ich gucke noch mal kurz nach, was ihr noch so vorgeschlagen habt. Gut, ich habe jetzt gerade festgestellt, dass Aubameyang wahrscheinlich die beliebteste Variante wäre. De Bruyne wäre auch eine Möglichkeit, aber Ober könnte wir im Notfall auf der rechten Seite spielen lassen, oder wir machen aus Dybala einen Winger oder so. Und es ist ja der große Traum von Pierre-Emerick Aubameyang, irgendwann mal für Real Madrid zu spielen. Von daher ist es nicht so unrealistisch. Alter Schwede. Okay, Kevin De Bruyne ist plötzlich doch gar nicht mehr so unrealistisch, weil Bayern München einfach mal gesagt hat, Isco für 83 Millionen gönnen wir uns. Der hat zwar nur 37 Millionen Marktwert, dementsprechend ist das mehr als doppelt so viel, ist bei mir auch gar nicht in der Planung vorhanden, aber gut, wenn die ihn haben wollen, dann holen wir uns halt De Bruyne dafür. Allerdings müsste da mal Dortmund, beziehungsweise irgendwer müsste mal zumindest ansatzweise verhandlungsbereit sein. Dortmund möchte 82 für Ober haben, das ist zu viel. Der geht da wirklich hin und das geht durch. 76 Millionen bekommen wir Transferbudget dazu. Krass, Isco zu Bayern. Und Dortmund hat 70 Millionen dann doch akzeptiert. Wichtiger Stammspieler. Mal sehen, ob das Pierre reicht. Und mal sehen, ob wir ihn vor dem ersten Saisonspiel verpflichten können. Vorher nochmal Training, Dybala, immerhin mit Stat-Upgrade und naja, ansonsten, wow, nee, also 100, nee, nee. Also dann hole ich lieber den, der auf dem Flügel auch auf links spielen kann.
mit Coutinho. So, und den ersten Kracher haben wir schon mal. Aubameyang kommt für 70 Millionen von Dortmund. Haben wir direkt mal das Geld von Isco reinvestiert. Und wir haben Angebot für Nikos Vergos. Den verleihen wir an Córdoba. Und passenderweise sagen uns sowohl Liverpool als auch City, nee, aber vielleicht kriegen wir Coutinho deutlich günstiger als De Bruyne. Die Form unserer Spieler ist natürlich nach den Ergebnissen in dem Vorbereitungsturnier nicht sonderlich hoch. Allerdings wollen wir das heute umkehren gegen Real Sociedad San Sebastian, gegen die ja zuletzt Barcelona ordentlich Struggle hatte. Deportivo La Coruña hat die übrigens am letzten Wochenende auch aus eurer Sicht mit 5:1 weggeklatscht. Mal sehen, ob wir das auch so ähnlich machen können oder ob wir uns so schwer tun wie Barca. Sergio Ramos ist im Fokus, der steht nämlich in der Startelf, hat sich gerade erst wieder fit erklärt und ist direkt mit von der Partie. Selbstverständlich der Junge, der letztes Wochenende den Ausgleichstreffer im Klassiko in Realität gemacht hat, soll heute auch wieder wichtiger Bestandteil unserer Defensive sein. Allgemein das Krasse bei uns, wir haben nur reale Spielergesichter. Real Sociedad nicht, mit Rulli Elostondo, dazu González, Martinez und Yuri, Vergara, Gastaniaga, Canales, Aguirreche, Preto und Oyarzabal. Das ist ein ganz schwerer Name, wie alle Baskischen irgendwie. De Gea, Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo, Kroos im Mittelfeld zusammen mit Modric und James Rodriguez und vorne Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala und Gareth Bale. Eine absolute Hammeroffensive. Das vielleicht beste Team der Welt, möchte man behaupten. Gegen Geronimo Rulli und Co. Schiedsrichter ist Alvaro Arias Romera. Und damit rein ins Spiel und hoffentlich zum ersten Sieg. Vamonos! Die Rückennummern werden übrigens zum Ende der Transferperiode hin, beziehungsweise nach Ende der Transferperiode angepasst. Beispielsweise jetzt hat Dybala noch die 25, aber das wird sich noch ändern. Ich bin übrigens ganz froh, dass wir jetzt in Spanien spielen. Jetzt kann ich ab und zu mal ein paar spanische Jokes raushauen. Jetzt ergibt das wenigstens Sinn. Und ich kann Spanisch üben. So, das war direkt mal richtig schlecht von mir. Ronaldo mit dem ersten Torschuss der Saison in dieser Partie für eins der beiden Teams. Allerdings kein Problem für Geronimo Rulli. Ich bin gar nicht gewohnt, mit so guten Spielern zu spielen, gerade im Karrieremodus nicht. Ich meine, klar, bei City hatten wir einige gute, aber nicht so eine komplette Weltklasse-Riege. Von daher muss ich mich daran definitiv erstmal gewöhnen. Modric kommt da nicht ganz ran. Schöner langer Ball auf Gareth Bale auf der Außenbahn, zieht in die Mitte, das kennt man ja von ihm, allerdings der Ball abgewehrt und dann ist Rulli da. Bisher tun wir uns noch ein bisschen schwer, gute Chancen rauszuspielen, natürlich steht Sociedad auch momentan noch gut, das wird sich erst ändern, wenn wir mal den Riegel geknackt haben, aber das dürfte unser Problem in ganz, ganz vielen Spielen in dieser Saison werden. Wir müssen natürlich auch aufpassen, dass wir nicht kassieren, allerdings ist hier Sergio Ramos dazwischen und Cristiano Ronaldo geht nach vorne zusammen mit Luka Modric in den Lauf, wieder zurück von Cristiano Ronaldo dos Santos, Aveiro, Fake-Shot in den Lauf von Paulo Dybala, Latte rettet, Bale ist da und ab in Seiten aus, eieieiei, das war die erste richtig dicke Chance und das hätte das 1-0 sein müssen, aber Bale hat halt nur einen linken Fuß. Dybala mit der Balleroberung, sehr gut, jetzt der Rückraum, der Ball zu Marcelo, nein, zu Ronaldo, Ronaldo legt nochmal ab auf Luka Modric, Luka Modric, oi. Geronimo Rulli mit der Parade des Tages bisher. Richtig gut gehalten, nachdem Modric den Ball da richtig schön in den Winkel zirkeln will. Das wäre das erste Golazo gewesen hier in der Saison. Aber richtig geile Parade von dem Mann, den wir ja auch bei City hatten. Und jetzt nochmal Cristiano Ronaldo. Außen sehr gut durchgesetzt. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Schön in die Mitte ziehen. Ball wieder in Rückraum zu Modric. Kommt nicht an. Jetzt im zweiten Versuch. Luka Modric wird gefoult, wird nicht gepfiffen. Bleibt verletzt liegen. Hoffentlich ist das nichts Schlimmeres. Szene noch nicht vorbei. Allerdings rennt Coutinho, sage ich schon. Der kommt bald vielleicht. Marcelo unterm Ball durch. Wir haben Halbzeit. 8 Schüsse, kein Tor. Das muss besser werden. Schnipp, zweite Halbzeit. Nein. Von allen Dingen, die ich im ersten Spiel nicht wollte, ist genau das Schlimmste eingetreten. Ronaldo verletzt sich. In so einer Situation, weißt du, da bricht er sich wahrscheinlich gleich ein Knöchel. So, Ober darf sie das erste Mal beweisen in La Liga. Macht das auch richtig gut. Ball in Rückraum und jetzt ist aber James da. Jawohl, 1-0, 63. Das wurde auch Zeit. James Rodriguez mit der Führung, das erste Tor durch einen Spieler, der eigentlich ausgemustert wird bei Real Madrid. Vorlage indirekt durch Ober. Das geht ja richtig gut los hier mit seiner Karriere bei Real. Der Schuss dann, ich glaube, von Kroos, ja. Und im Endeffekt ist es James, 1-0. Aubameyang mit ordentlich Tempo. Setzt sich da außen durch. So, geht nochmal zurück. Ball auf Luka Modric. Luka Modric, der trifft nie aus dem 16er. Das war mein Fehler.
Dybala mit dem Ball auf Ober, der ist viel zu schnell für Juri. Allerdings ein bisschen zu weit außen in der Situation. Wieder Rückraum, diesmal ist Dybala da. Dybala 2-0, jawohl, wieder Ober mit der Vorlage und der andere Linksfuß in unserer Offensive trifft. Wir haben jetzt gerade nur Linksfüße außer Ober da vorne, aber egal. 2-0, erstes Tor in der Liga für Paulo Dybala. Schickt den da selber durch den Ober und der ist viel zu schnell für Juri. Ball in Rückraum und dann ja angenommen, verwertet, getunnelt. Perfekt, weiter so. Und jetzt haben wir natürlich Platz. Aubameyang, andere Seite. Jawohl, da steht Gareth Bale. Jetzt in den Lauf von Lucas Vázquez. Der ist eingewechselt worden für James Rodriguez. Vázquez mit dem 3-0. Sehr, sehr geil. Wir sind hier jetzt richtig in Führung. Und das natürlich, so wie ich es gesagt habe, ein Tor schießen. Und dann ist das Schloss geknackt. Und wir können ohne Probleme rein in die Bude. Ihr merkt übrigens vielleicht keine Torhymne, beziehungsweise nicht die richtige von Madrid. Die wird es nur bei den Heimspielen im Estadio Santiago Bernabéu geben. Ansonsten wird es die hier geben. Direkt wieder Balleroberung von Dybala. Diesmal auf Gareth Bale. Gareth Bale dreht sich einmal um Gegner. Bale und Rulli ist da. Schade. Oh, man kennt es von Real. Defensive will immer nicht so wirklich sicher stehen, aber hier muss De Gea nicht eingreifen, wie allgemein noch überhaupt nie in der Partie. Kein Schuss aufs Tor bisher von Real Sociedad. Ein bisschen enttäuschend, was die Basken hier abliefern. Vielleicht können wir noch das 4-0 machen. Carvajal mit der Balleroberung. So, jetzt könnte es nochmal schnell gehen mit Kroos, mit Dybala in den Lauf von Vázquez, war aber abseits. Ja, oh, da dachte ich, da wäre er bei dem Tor. Allerdings muss De Gea wieder nicht eingreifen, denn auch dieses Ding geht vorbei. Und wir gewinnen unser erstes Spiel in La Liga mit 3-0 gegen Real Sociedad San Sebastian. Sehr souveräner Sieg, nur dummerweise mit dem Verlust von Cristiano Ronaldo konnotiert. Ich bin mal gespannt. Sieht dann so alt aus. Naja. Bin mal gespannt, wie lange er ausfällt und hoffe, dass das nicht zu lange sein wird. Nebenbei merkt 15 Schüsse. Zu 3 Schüsse, 10 Torschüsse zu 0 Torschüsse. Das geht in Ordnung. Malaga führt gegen Osasuna und Atletico spielt noch gegen Deportivo Alaves. Wow, Cristiano Ronaldo hat sich den Knöchel gebrochen. Ich hab's angekündigt. Und er fällt für 3 Monate aus. Scheiße. Coutinho, also viel bitterer geht's hier echt nicht im ersten Spiel. Hakimi steigt auf 70 mit seinen 17, was richtig geil ist. Und ansonsten sind die Ergebnisse gut. Liverpool bleibt stur und will 84 Millionen für Coutinho haben. Und auf der anderen Seite bleibt auch City sehr, sehr stur und möchte 126 für De Bruyne haben. Also 100 wäre ich ja noch bereit zu zahlen. Das wären dann die zweite 100er Summe in dem Sommer. Aber mehr auch nicht. Ja gut, im Endeffekt hat jetzt Liverpool angenommen und City wieder abgelehnt. Dementsprechend holen wir, wenn dann Coutinho. Wichtiger Stammspieler wäre er. Die Sache ist jetzt, ich werde nochmal nach Flügelspielern suchen und ich werde Coutinho nicht vor der nächsten Episode holen. Das heißt, ihr habt noch Einfluss darauf. Wir werden das Spiel gegen Celta de Vigo aber trotzdem noch simulieren in dieser Episode. Aber vorher können wir noch Aleix Febas ausleihen an Nastic. Gymnastik eigentlich für ein Jahr. Da hat übrigens mal Emana gespielt. Coutinho hat akzeptiert, wie gesagt, aber ich habe mir nochmal 2 Spieler rausgepickt und das sind eigentlich die einzigen beiden, die realistisch gesehen Sinn machen. Wir könnten jetzt auch Asensio direkt von seiner Leihe zurückholen und den da spielen lassen, aber mir ist der ehrlich gesagt mit seinem Tempo ein bisschen zu langsam für die Außenbahn als Stammspieler jetzt. Außerdem ist er ein Jahr verliehen und ich denke mal, der ist bei Swansea auch ganz gut aufgehoben, hoffe ich zumindest. Danach kann er immer noch bei uns durchstarten, die Sache, vor allem, weil dann Modric alt ist und die Sache ist, es gibt nur 2 Spieler, die vom Potenzial her annähernd an ihn rankommen und die Sinn ergeben würden. Griezmann wäre eine Möglichkeit, der Spieler beim Rivalen. Hazard wäre noch eine Option, ja, der ist wahrscheinlich ungefähr genauso teuer wie Coutinho und ist natürlich extrem, extrem gut. Vielleicht auch ein bisschen übertrieben, vor allem, weil er kann auch zentral offensiv spielen, aber, ne? Und dann gäbe es noch Anthony Martial, aber das wäre halt noch so ein Spieler, der nicht zentral spielen kann, sondern nur als Stürmer eigentlich. Und das wäre halt dann schon wieder so ein sehr ähnlicher Spieler zu Pierre-Emerick Aubameyang. Ich werde mal hier eine Info... Ich mach's wirklich. Eine Infokarte reinballern und ihr checkt das einfach mal ab und stimmt dann quasi ab über diese Infokarte. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber irgendwie kriege ich das schon hin. Wen wir holen sollen, Martial oder Asensio zurück oder Coutinho. Den können wir auch so holen. Also wir können auch Asensio... Asensio, oder schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn wir den zurückholen sollen. Oder schreibt mir eine gute Begründung, warum wir Asensio zurückholen sollen. Das hat nichts mit der Abstimmung zu tun. Und in der Abstimmung könnt ihr entscheiden, ob Coutinho, Martial oder Hazard. Ey, Martin Ødegaard können wir auch ausleihen und zwar an QPR. Das gefällt mir richtig gut. Die ganzen jungen Spieler werden verliehen. Nur ist unser Kader halt irgendwie unglaublich leer, ne? Aber wir haben ja noch eine Jugendmannschaft und das wird schon irgendwie. Wir brauchen nicht so viele Spieler, haben ja nur verletzten Ronaldo. Das heißt übrigens, dass wir gegen jetzt...
Das heißt übrigens, dass wir jetzt gegen Celta de Vigo mit beispielsweise Bale, Aubameyang und Dybala vorne spielen und mit Bale auf links, was nicht ganz so meine Intention war, aber gut, immer noch besser als Vasquez und ich will ehrlich gesagt, dass wir dieses Spiel gewinnen gegen Celta de Vigo und dementsprechend versuchen wir es auf diese Art und Weise. Die haben gegen Leganés gewonnen mit 2-1 das erste Spiel, aber hoffentlich werden sie im Estadio Santiago Bernabéu nichts reißen. Dybala sorgt direkt mal nach 2 Minuten für klare Verhältnisse, Orellana verschießt aber einen Elfmeter. 2-0 durch Modric, Bilbao, okay, mittlerweile 1-1 gegen Barça. Und wir gewinnen 5-1. Marcelo, Ober und Bale treffen noch. Das ist doch mal standesgemäß. Für Celta de Vigo hat Morales den Ehrentreffer gemacht. Nicht mal Aspas, komisch. Also auch für Hazard würde ich auf 95 Millionen gehen, aber höher halt nicht. Und die wollen für Martial 57, ich würde vielleicht auch auf 57 gehen, aber erstmal auf 50. Und was wirklich kaufen tun wir sowieso nicht, bevor ihr abgestimmt habt. Der Scout-Bericht scheint relativ wack zu sein, wenn man mal so ehrlich ist. Das Rating ist zu niedrig für das Alter. Das ist auch zu niedrig für das Alter. Das ist mal richtiger Ranz. Das ist ziemlicher Ranz. Und das ist auch richtig kacke. Also, das war jetzt nicht so nice. Aber wie auch immer, war es das von dieser Episode. Das letzte Training nochmal war mit einem FAB Hakimi, mit einem A. Das ist schön. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Checkt die Links in der Beschreibung aus auf jeden Fall. IG Vault dazu, meine Social Media Links und selbstverständlich auch nochmal Merchandise, wenn ihr Bock drauf habt. Ihr könnt oben in der Infocard, wie gesagt, abstimmen. Ich denke mal, die kann man nicht mehrfach einblenden, aber ne? Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder und zwar am nächsten Samstag. Bis dahin wünsche ich euch eine zauberhafte Woche, einen wunderschönen dritten Advent und allgemein eine richtig gute Zeit. Passt auf euch auf, bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.